Am nächsten Tage. Alter! Du lebensmüder! Mein lieber Scholli! Der reitet seinen Schlitten wie ein Gaul. Was für ein Tausendsasser aber auch. Ich glaube, wir hätten vielleicht früher abspringen sollen, dann wären wir ja wahrscheinlich vielleicht genau überall hochgesprungen. So, offenbar haben wir die Schneeflocken noch alle eingesammelt. Wie sieht's denn aus momentan? Ach, hier will ich gar nicht rein. Ich will hier gucken. Aha, aha, 65 von 69 im kleinen Wald, immerhin. So, das heißt aber, da sind so noch 4 Schneeflöcklein fehlen. Ich mag sie schon gar nicht mehr zählen. Die haben wir auch bereits genommen und sind dann hier drüben hin erklommen. Nee, was weiß ich. Also weißt du schon. So, ja. Dann haben wir die beiden jetzt auch mal abgefrühstückt. Juhu, und wir fliegen. Na, der ist aber ebenerdig gelandet dafür, dass er so hoch rüber geflogen ist. Achso, da drüben war ja gar nichts. Wieso fliege ich überhaupt hin? Weil ich es kann. Das ist der Grund. Wenn ich fliegen könnte, ich würde wahrscheinlich überall hinfliegen. Wer will denn dann überhaupt noch zu Fuß gehen? Ganz ehrlich, also wenn man fliegen könnte, was würdest du machen? Ganz ehrlich. Oh, da ist... Jetzt aber schnell. Na, da haben wir sie. Gott sei Dank. Ja, eine kleine Meise. Heimlich still und leise pickt die kleine Meise. Ich habe mich versprochen, das ist scheiße. Aber auf dieser lustigen Reise passiert das mal. Na. Wunderbärchen. So, das war geplant. Und jetzt versuche ich mal... Ja, die eine haben wir noch. Die andere kriegen wir nicht mehr. Hier oben ist keine mehr. Und unten auch nicht. Das ist doch schön. Weiter geht's in den nächsten Schirm. Wir achten auf niederes Gewürm. Und seit 3 Tagen schon haben wir einen schneeigen Sturm. Na, da ist ja der kleine Fuchsmann wieder. So, und hier, ich gehe jetzt eigentlich, ich latsche einfach mal so durch. Das geht scheinbar auch, das ist ganz gut. Oben kam jetzt das Schloss raus, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Aber ich gehe hier trotzdem noch alles ab. Im Elfencamp haben wir noch eine Schneeflocke über See. Ach, was ist denn hier los? Wenn ich jetzt hier auf die Karte gucke, 22 von 47, alles klar. Das heißt, hier können wir noch ein bisschen mehr einsammeln. So, da oben hoch in dem Geäst. Da sitzen noch 2 Flocken fest. So, die geben mir wahrscheinlich bald den Rest. So, ich hole mir erstmal die beiden und vielleicht kann ich von hier aus rüberspringen. Dann wird mir dieses Vorhaben gelingen. Ja, hör mal, wie die Glöcklein singen, klingen, also schwingen. Gott weiß ich, was sie so machen. Die ringen. Da oben waren noch 2. Huch. Wett. Wett. Na nu? Hey Marvin, lass mich dir ein bisschen Koks geben, Kakao geben. Heißer Kakao für den kleinen Marvin. Ja, ich Ach so, ich nehme nur ein bisschen Kakao und schaue mich noch ein bisschen um. Ich werde müde speichern. Können wir vielleicht die Elfenzyklopädie lesen? Dann lesen wir die mal. Okay, lass uns einen Eintrag lesen, finden, den wir lesen können. Okay. Aha, aha. Die Elfenzyklopädie. Dieses Buch ist ein mächtiges Werk, in dem die Elfen alles, was sie bisher wissen, ihre ganze Weisheit und ihr ganzes Know-how niedergeschrieben haben. Auf jeder Seite sogar niedergeschrieben haben. Und darin sind uralte, geheime Geschichten, Leute, Orte, Dinge und vieles mehr. Und wenn man nach Informationen Ausschau hält, dann ist die Elfenzyklopädie genau das, was man lesen sollte. Ja, habe ich in der Schule auch so gelernt. Ja. Ich liebe das. Das ist ganz, ganz tolles Zeug. Ganz, ganz super Zeug. Okay,
Hier einmal hämmern, bitte. Alter, Alter, Alter. Der macht den Berg fertig. Eine Höhle. Wir gehen da natürlich gleich rein, aber erstmal würde ich sagen, wir sammeln die restlichen Flöckeleien. Und hier geht's auch noch nach rechts runter, da waren wir noch gar nicht. Ich sammle erstmal die Flocken ein, denn ich möchte noch nicht aus dem Bildschirm raus. Sonst landen wir bald beim Nikolaus. Nein, jetzt höre ich aber auf mit den Reimen. Wir sind doch hier nicht bei den Hus. Oder bei Tom Cruise. Da oben. Ich hab's gesehen, meine Augen voll Ruß. Jetzt reicht's aber. Okay, ich gehe mal in die Höhle. Na nü? Ach, da kommen wir einfach nur wieder in den Wald. Schon so bald? Aber hier ist doch kalt. Ja, ich weiß. Furchtbar. Das ist eine Abkürzung. Ich verstehe, es ist einfach eine Abkürzung. Das ist aber angenehm. Finde ich super, wir kommen später nochmal wieder. Ich glaube, hier oben, nee, da oben kriegen wir nichts mehr. Ich fliege mal rüber den nächsten Bildschirm, also in den vorherigen Bildschirm. So nächst ist er ja gar nicht mehr. Und jetzt fliegen wir mal hier hoch. So. Heißer prob heißer. Was liegt da im Schnee? Es ist der Fuchs, den ich da sehe. Ich hör... Das ist ja furchtbar mit diesen Reimen. So. Yeah. Juhu. So, natürlich. Yeah. Hier im Zauberschloss. Da wohnen wir. Gar hoch zu Ross. Jetzt reicht's aber. Hör mal auf jetzt mit den Reimen. Ach, ich dachte, da kann man rein. Das war übrigens nicht gereimt, das war einfach nur überlegt. Pipi! Pipi! Ich muss Pipi! Deswegen ist der Schal auch so gelb, der hat sich schon ganz voll gesogen. Denn der kleine Marvin ist heute auf Drogen. So viel Schnee, den schnupft er sich rein. Später im Club zieht er noch eine Lein. Ich mach mich ja selber tot über meinen eigenen Scheiß. Ist doch nicht wahr. Liebe Eltern, es tut mir leid, wenn ihr euren Kindern jetzt was erklären müsst. So, wir düsen einmal weiter ganz kurz. Yeah. Ich hätte vielleicht... Ja, ich hätte vielleicht zu Fuß gehen sollen. Was war das denn? Über was sind wir dann gestolpert? Oh, guck mal, da hinten ist eine Brücke, die nicht zu Ende gebaut wurde. Ich glaube fast, wir sind in Mittelerde. Doch wo sind Orks und Kittel und Pferde? So, da oben können wir auch lang. Ah, das... Oh, wir können auf die Wolken. Das ist ja famos. Ich reim darauf nix. Die Versuchung ist... Aber da. Okay. Wir haben zwei Abhänge. Ich habe das Gefühl, wir können... Uah. Der Typ muss einmal eine Mega-Kondition haben, so wie der hier die ganze Zeit am Rumjumpen ist in seinen dicken Klamotten. Scheiße, ich habe genau eine Flocke ausgelassen. Ich bin ganz bestürzt, ich kann es kaum fassen. Ich weiß, ihr tutet mich jetzt von Herzen hassen. Ich bin sicher, wir werden hier bald schon weiterkommen. So. Aber hier rüber. Und jetzt. Da. Ja. Das hat gut geklappt. Ich stehe in der Luft. Das ist aber normal. Das mache ich öfter mal. Mit dem Kopf in den Wolken. Oh, gibt es hier schön viele Flöckeleien. So, oben rechts sind noch weitere. Ja, da komme ich aber nicht mehr hin. Dass er da nicht stirbt. Also ich meine, der ist ja unkaputtbar. Die Schuhe. Quietsch, 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 quietsch. Okay, ich gehe mal ganz kurz rüber nach links in den Bildschirm. Das habe ich mir gedacht, dass hier noch welche sind. Das habe ich mir gedacht. Das wurde doch extra so gemacht. Und wenn ich jetzt hier rüber fliege... Ich bin zu kurz.
So, vielleicht hier. Da kommen wir rüber. Das ist sehr gut. Ich gehe ganz vorsichtig. Gleich fliegt mir der Hut. Da, das wollte ich. Das wollte ich erreichen. Den Hasen zu malen, bevor er tut weichen, ist immer so schlecht gereimt. Okay, den Hasen haben wir jedenfalls auch. 4 von 11 immerhin. Das ist nicht ganz so schlimm. So, wo geht's denn hier lang? Das sieht industriell aus. Zugschienen, oh weia. Kleiner Marvin, passt bloß auf. Na, da hätte ich aber weiterfliegen sollen. Egal, dann holen wir die hier unten nochmal. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir auf dem Zement landen können. Da unten... Ach, ein Elf! Papa Schubert, Bratbar oder Basketball? Ja, sehr gut, sehr gut. Hau rein, mach alles platt. So ein lieber Elf. So ein lieber Gesell. Er zerstörte den Berg für uns und das ziemlich schnell. Ich dachte, vielleicht kann ich hier noch was malen. Hier kann man, glaube ich, speichern. Oder vielleicht nochmal in der Elfiklopädie lesen. So, Marvin, lass mich dir ein bisschen heiße Schokolade machen. Können wir vielleicht in der Elfiklopädie lesen? Na gut, dann lass uns mal einen Eintrag finden. Ja, 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 ja. Oha. Der Handschuhdieb über die Hügel und durch den Schnee. Kein Elf weiß, wo die Handschuhe sind. Oh weh. Es passiert jedes 13. Jahr. Im Winter verschwinden Anziehsachen. Na klar. Oh, welch ein Ärger. Oh, welch ein Graus. Der Handschuhdieb heckt gar Übles aus. Ja, zum Glück haben wir die Elfi-Zyklopädie, um dieses wertvolle Wissen zu speichern. Das ist, wow, das bringt uns mental weiter. Ich komme mir fast vor, als würde ich hier einen Fall aufklären. Aber ist natürlich, man muss es ja natürlich zugeben, es ist ein weihnachtliches Spiel. Es ist natürlich etwas jung gehalten, aber hey, so ist Weihnachten eben. Jetzt könnte man natürlich sagen, Weihnachten ist für die Jungen, aber das stimmt nicht. Weihnachten ist ja für alle. Und ich glaube, Weihnachten ist vor allen Dingen auch mit für die Älteren, die sich vielleicht wieder zurückerinnern wollen, wie es war, als Weihnachten noch etwas... nein. Ach nö. Ach Mutti. Noch 5 Minuten. Kleine Marvin träumt von einem bergezerstörenden Elfen, von einem wunderschönen Haus, von sich selbst, wie er die Macht von Grayskull erhält. Und natürlich auch von dem kleinen Hoppelmann und von sich selbst und der Macht von Grayskull und von einem Hoppelmann. Und natürlich von sich selbst, wie ihm ein Handschuh fehlt und von sich selbst, wie ihm ein Handschuh fehlt und von einem großen Zauberkessel voller Schokolade und wichtiger Infos in der Elfi-Zyklopädie und von sich selbst, wie ihm ein Handschuh fehlt und von dem Stachelschwein und natürlich nicht zu vergessen von sich selbst und der Macht von Grayskull. Ist einfach schön. Am nächsten Tag. Juhu! Yeah! Go, 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 go! Heißer Pop heißer! Yeah! Au. Ach so, jetzt können wir ja... Verdammt, da hätte ich ja direkt durchflitzen können. Hätte ich ja wieder direkt durchflitzen können. Wie praktisch das mit den... Das ist ja praktisch mit den Levelabschnitten. Das finde ich ja super. Gut durchdacht. Ich würde nur gerne auch in der Luft den Schlitten zücken können. Das würde mich mental weiterbringen.
Ich spare mir jetzt mal ausnahmsweise den Kakao, denn ich will Schneeflocken haben. Ich bin süchtig nach diesem Schnee. Ich kann gar nicht ohne diesen Schnee leben. Ich weiß gar nicht, wie ich früher ohne diesen Schnee leben konnte. Aber seitdem man sich den reinzieht, der Marvin, ist er auch viel agiler geworden, wie man sieht. Aglier, wollte ich gerade sagen. Ist ja viel aglier geworden. So, upsala. So, die kriegen wir. Und die kriegen wir auch. Haben wir da einen übersehen? Nein. Also geht's gleich weiter. Hier rüber. Ja, das war natürlich... Wow, das sind die Skills, die du willst. So. Im Sport werde ich als Letzter ausgewählt, weil ich keine Skills bei Marvins Mittens habe. So, da oben komme ich noch nicht... Ah, da oben kommen wir doch hoch. Es ist nur ein wenig schwieriger. Weil ich bin nicht so filigran in diesen Jump-Run-Dingern. So. So. Wir sammeln natürlich eifrig alle Schneeflocken ein. Juhu. Und hier soll man mit dem Schlitten rüber? Ob das eine gute Idee ist? Ich weiß es ja nicht. Ich probiere es erstmal wieder mit dem Flug. Der Flug der Karibik. So, hier müssen wir eh nach unten. Und dann kommen wir auf die andere Seite. Ach, das ist ja auch schön. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Im Estelwald. Aha, im Estelwald gibt es 39 Schneeflöcklein zu sammeln. Ich frage mich, wie hoch wir bald springen können, wenn das weiter so geht. Das Spiel geht jetzt schon länger, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, das wird so für eine Folge reichen, aber wir sind tatsächlich schon am Ende der zweiten Folge, fast. Wenn ich das so richtig sehe. Mon Dieu, mein lieber Scholli, sage ich da mal. Na, das war ja ganz grandios. Weißt du, du unfähiges Ding. Also ich. So. Und jetzt noch hier hinauf und dort nach oben. Das gibt's doch nicht. Da ist eine kleine Lücke. Wie gemein. Und jetzt müssen wir uns hier einzelne Flöcklein oben sammeln. Das kann doch nicht sein. Ich will unten gammeln. Doch statt hier in die Moderation zu stammeln, sollte ich mich konzentrieren. Das hilft beim... Rambock spielen. So, jetzt hier nach oben. So, auf und luftige Höhe, das macht uns munter und früh. Hier ist keine... Da war noch gerade Schneeflocken, oder? Nein, das bildete ich mir ein. Da sind noch zwei, doch. Doch diese zwei beiden, ich fürchte, die kriege ich nicht, die kann ich nicht leiden. Ich werde sie wohl vorerst meiden. So. Und jeder, der diese beiden kriegt, dem werde ich das neiden. Vielleicht kann ich aber hier rüber. Ja, siehst du mal. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ah, so knapp. Wir müssen nochmal da hoch. Es tut mir leid. Es bereitet mir körperliche Schmerzen, dass ich euch die letzte Flocke da oben nicht holen kann. Es tut mir wirklich leid. Wir werden später nochmal probieren. Wir zusammen. So, halt, bevor wir jetzt darüber pesen. Oh. Ist es ein Luchs, ein kleiner Schneeluchs. Ah, wie süß. Den erschrecken wir mal und er greift uns nicht an. Wie holst du da unten lang? Na, das ist ja merkwürdig, fast dubios. Ich will da nach unten. Die Höhle scheint riesengroß. Doch vorher lesen wir in der Elfenzyklopädie mit einer heißen Schokolade. So köstlich wie noch nie. So. Na gut, wir suchen wieder einen Eintrag, den wir lesen können. Da schauen wir mal. Aha, Handschuhmagie. Jede Schneeflocke ist einmalig. Und manche haben Kräfte, die es zu erkunden gilt. Wenn Handschuhe ordentlich verzaubert werden, ist Magie das, was gewährt wird.
Also, wenn du Fäustlinge trägst und Schneeflocken sammelst, dann wird dir Magie gewährt. Und wenn dir Magie gewährt wird, dann werden deine Sprünge höher. Und höher und höher, je mehr Schneeflocken du sammelst. Ja, das war eine tolle Info, die war sehr wichtig. Haben wir jetzt wirklich einen Elf, der uns da die Höhle aufmachen kann, oder müssen wir da reinspringen? Oder brauchen wir irgendwas um? So, die beiden kriegen wir auch. Wie komme ich hier rein? Mit dickem Bauch?